Willkommen Leute zu Part 23 der CPU, mehr oder weniger Verzeichnissystem, Schrägstrich Betriebssystem Tutorial Serie. Man könnte meinen, es hat sich nicht viel getan. Doch, es hat sich einiges getan. Aber das steht hier nur auf meinem tollen Papierchen. Und nicht in Minecraft, weil wenn wir das Zeug hier zum Laufen bringen wollen, sollten wir es auch einigermaßen verstehen. Oder zumindest will ich nicht am Ende dastehen und sagen, ich habe es niemals erklärt, die können es gar nicht verstehen. Also versuche ich euch jetzt mal näher an den Maschinencode, Mikrocode und an Assembler ranzubringen. In den nächsten kommenden Folgen geht es dann um die ganze GPU. Kacke will ich jetzt nicht sagen, um den ganzen GPU-Zeug. Und um Mini-Programme im Mikrocode, im Maschinencode. Aber zunächst zum Opcode, weil der, zum Instruction Set, weil das Herzstück ist. Also ohne das läuft gar nichts. Nichts. Ohne das gibt's keinen Maschinencode, gibt's keinen Assembler, gibt's kein Verzeichnissystem, gibt's kein Betriebssystem. Die ersten blauen Bits sind die Operation Bits. Wir haben 0000, verschiebt den Wert ins DX-Register. 0001, verschiebt's ins BX-Register. 0010 verschiebt es ins AX und 0011 verschiebt den Wert in das Interrupt-Register. Der Wert, der hier reinkommt, wird entweder von einem speziellen User-Input-Register, der, so lustig der Name ist, oder von einem speziellen User-Input kommen. Ich bin aber mal dafür, dass wir noch ein spezielles Register adden werden. Der hier ist falsch. Das Adressregister wird zum Counterregister geladen, wenn der hier an ist. Der MOV, bei uns CPY-Befehl, also Copy-Befehl, wird durch diese Kombination freigeschalten. Dann ist das hier das Drain-Reg, also das Quellen, nee, das Senkenregister, und das hier ist das Quellenregister. Von Rot nach Gelb. Also CPY, DX, BX würde BX nach D, den Wert aus BX kopieren und in DX einfügen. Das Copy Interrupt kommt dann noch bei der Folge mit den Interrupts. Und 0011 enabled die ganzen Grünbits. Das sind die ALU-Steuerbefehle. Die stehen da hinten irgendwo. Wieso auf einmal 7? Die Jump-Bits gehören auch dazu. Der rosane Freund kann alleine hervorgerufen werden und macht erstmal alle anderen dicht. Also macht die normalen Funktionen, wo die eigentlich hingehen würden, komplett dicht und leitet sie zum neuen. Zu einer neuen Funktion, die dann an der GPU dran sitzen wird. Das ist ganz einfach ein Multiplexer. Also wenn der Bit an ist, geht diese Line nicht mehr zum Jump Greater Than Befehl, sondern eben zu irgendeinem GPU-Befehl. So. Die GPU. Wo wir schon dabei sind. Wird im Allgemeinen erstmal Pixel setzen können, Zahlen wiedergeben und Byte-Stränge. Dazu gibt es aber auch noch extra Video. Mehr sollt ihr auch gar nicht können. Wir wollen da kein Paint drauflaufen lassen. Das ist nicht das Ziel. Und da gibt es auch diverse andere YouTube-Tutorials. Ich will hier nur einen Bildschirm haben, der einfach den Wert aus bestimmten Registern, aus bestimmten Verzeichnissen wiedergeben kann. Und zwar in menschlicher Weise. Nicht in 11100110101, sondern eben in, keine Ahnung, was es für eine Zahl war. Oder eben Buchstaben, den wir auf den Wert zugewiesen haben. Das wird sich auch noch geben. Sobald wir den ganzen Opcode verkabelt haben, geht es an den Mikrocode ran. Der Mikro-Maschinencode, das sind kleinere Programme, die wir vorerst zum Testen drauf laufen lassen, die zum Beispiel Werte in den RAM schieben, die wieder rausholen, die zu einem Überprüfen in einem anderen Register reinschicken, wenn es wahr ist, das Ergebnis,
Dann kommt es wieder da rein, wenn es nicht, dann kommt es wieder woanders hin. Das sind also schon grundlegende Befehle einer Programmiersprache dabei, wie if, else, if und else oder for, while. Alles, was man da so am Basics kennt, ist da schon dabei in diesem tollen kleinen Maschinencode. Mini-Assembler, wirklich Mini-Assembler, bitte. Wenn ihr an dieser Stelle jetzt gelangweilt seid, dann könnt ihr auch gerne das Video wegklicken, aber es wird euch in den späteren Folgen dann 100 pro etwas fehlen. Also kurz die Tortur machen und mir einfach noch ein bisschen zuhören. Jo, weiter geht's mit den Assembler-Grundlagen. Was macht ein Assembler? Ein Assembler macht aus diesen tollen, vielen Einsen und Nullen, die wir uns hier so schön merken müssen, hier, ach, das war doch hier nach da und oh, das hier macht doch Plus rechnen und oh. Hier geht's an die GPU und jetzt wird da der Wert übernommen. Das übernimmt dann der Assembler für uns. Wir können dann einfach schreiben, oder mehr oder weniger, wir meinen dann Move, nein, wie war das? Copy Screen Drain Source Screen DX. Das heißt, der Wert aus DX wird zum Screen übernommen, wird an den Bildschirm ausgegeben. Verzeichnissystem werde ich auch in den Assembler einbinden und nicht, ich wiederhole, nicht als Hochsprache. Assembler wird das Höchste sein, was hier drauf laufen wird. Darauf wird auch die VM basieren und das ganze OS. An die Leute, die meinen, Windows ist nicht als auf dem Assembler geschrieben worden, doch da kein Prozessor der Welt direkt irgendeine Hochsprache, die von Windows selbst stammt, übersetzen kann. Also die Grundlagen von Windows sind auch in Assembler geschrieben und sobald man dann mit diesen Assembler eine Hochsprache einbinden kann, wird der Rest eben in Hochsprache gemacht, weil es damit einfacher, schneller und platzsparender geht. So, so viel dazu. Also Assembler ist die schnelle und maschinennahe Programmiersprache unseres Trumpfs, das hier noch sehr bald erscheinen wird. Das, ups, Operating System ist ein Verzeichnissystem, das kann Sachen in Verzeichnisse speichern, bearbeiten, laden und löschen und so weiter. Diese tollen Dinger, die man auch mit Windows in den Dateien machen kann, können wir hier auch machen. Beispiel wäre dann lade Verzeichnis 1. Es sieht nicht so aus, sondern eben Verzeichnis 1, Datei so und so. Wie viele Verzeichnisse wir haben können, hängt von der Festplattengröße ab. Jetziger Zeitpunkt 500 Bytes. Ein paar Verzeichnisse sollten da schon drin sein. Wenn also jetzt so ein toller Userbefehl lade Verzeichnis 1, Datei 55 zum Bildschirm, dann werden beschissene Fraps-Aussetzer, dann werden in der CPU selbst eine haufenweise Interrupts stattfinden. Wir selbst geben nur ein Lade des Verzeichnisses oder bearbeite die Datei 2 im Verzeichnis so und so. Aber in der CPU ist dann die richtige Party, das kann ich euch versichern. Dann geht es da los mit den ganzen Interrupts, wo ich noch einen Haufen Videos drüber machen muss. Und ja, wenn man jetzt mal Windows nimmt, dann macht man einmal Rechtsklick auf die Datei bearbeiten und das Ganze. Und das Ganze ist schon schön im Notepad drin. Ja, ihr müsst immer bedenken, dass echte CPUs mit 3,2 Milliarden Aktualisierungen, Hauptaktualisierungen pro Kern laufen. Minecraft wird das nicht so schnell schaffen. Da müssen wir ordentlich was einstecken. Yep. Das war's zu diesem Video. Ich versuche. Fraps ist der Hass. Das war's mit diesem Video. Ich versuche den Opcode zu optimieren, wo es geht. Eine Liste findet ihr in der Beschreibung. Nur zur Info, wenn wir den hier voiden wollen, also keine Operation ausführen wollen, dann wäre es der Opcode so und so. 1111. Danke für das klägliche Zuhören meiner nicht tollen Erzählerstimme und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Wer noch Fragen hat, Beschreibung, ja, Beschreibung gucken. Kommentar schreiben, Video vor der Stelle oder persönliche Nachricht schreiben. Danke fürs Zusehen und in den nächsten Folgen geht es dann ab an die GPU.
dann an die Interrupts und dann sind wir auch schon fast fertig. Nur leider werden diese Folgen eben fast schon Staffeln sein. Ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr bleibt weiter mit dabei. Bis dann, ciao.